Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Edwin ist wieder am Start und zwar in der nächsten Woche, in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um einen Sternenlichtprojektor und zwar den Astronaut-Sternenhimmelprojektor, der Galaxy-Projektor mit einem kleinen Astronauten direkt mit dabei. Wie das Ganze so funktioniert und was es so alles kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist das K980 Modell und wir werden mal einen Blick reinwerfen. Ich muss schon sagen, also das Design spricht mich jetzt hier schon am ehesten an von dem Sternenlichtprojektor. Wir hatten ja sowas schon mal in Form von einem Osterei oder Dinosaurierei. Das war schon ziemlich hip. Jetzt aber hier in Form von einem Astronauten, das ist natürlich nochmal mega genial. Inklusive sogar der AAA-Batterien und zwar für die Fernbedienung. Das ist ja auch nicht mehr alltäglich. Das heißt, die können wir rausnehmen. Hier haben wir alles Wichtige direkt dabei. Und ein USB-A auf USB-C-Kabel ist auch noch mit am Start. Und dann haben wir hier in zwei Teilen den kleinen Astronaut. So, und das Ganze funktioniert magnetisch. Das ist ja schon mal sehr cool. Auf der Rückseite könnt ihr den auch fernbedienen. Das heißt, einschalten, Random-Modus, Sternenlicht oder auch Beleuchtung nochmal. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Einen Akku hatte der, soweit ich jetzt dachte, nicht. Alles hinten integriert in seinem kleinen Rucksack, sodass wir das USB-C-Kabel hier anschließen können. Hier ist ganz normal das Ganze magnetisch drauf. Dann können wir den gucken lassen, wie wir wollen. Das finde ich schon mal sehr cool. Und ansonsten ist der ja dann halt beleuchtet. Und das wollen wir uns jetzt direkt mal anschauen, wie gut das funktioniert. Ah, guck mal, der kann... Ist ja gleich der Kopf abgefallen von dem armen Bengel. Das darf ja auch nicht wahr sein. Laser ist hier oben anscheinend direkt mit eingearbeitet. Und wir haben jetzt hier oben dann den Sternenlichtprojektor drin, während der Mond auch noch schön hell strahlen kann. Wir schauen mal direkt drauf. Wenn wir hier einmal so durchgehen, haben wir die RGB-Modi einmal bei dem Mond direkt drinnen. Das funktioniert also auch. Sowie der Sternenlichtprojektor alles nach oben projizieren kann mit Nebeleffekten und mit Sternen. Projektionen, die sich so auf jeden Fall sehen lassen können und wir können sogar die Geschwindigkeit einstellen und natürlich das Ganze dimmen. Hier können wir dann individuell den Sternenlichthimmel nach oben, zur Seite, links, rechts hin und her swipen lassen, so wie wir das am liebsten haben wollen. Das ist also sehr praktisch, weil das Ding einfach ein festes Nachtlicht ist und du gleichzeitig da oben rüber alles ansteuern kannst. Dazu gibt es noch einen Timer mit 1 oder 2 Stunden, sodass sich das Gerät automatisch ausschaltet. Und ob das so ähnlich aussieht hier wie auf den Bildern, werden wir uns gleich anschauen. Kostenpunkt 29,99 für Nachtlicht, wo ich jetzt sehr gespannt bin. Es gibt keine App-Steuerung dazu, wirklich nur eine reine Steuerung über die Fernbedienung. Und ansonsten ist hier auch kein Lautsprecher eingebaut. Es ist also wirklich nur ein reiner Sternenlichtprojektor. Allerdings gibt es auf Amazon dazu gerade noch einen 20% Rabattcoupon, sodass man diesbezüglich auch nochmal sich sicher sein kann, das günstigste oder preiswerteste Angebot jetzt zu haben. Also gucken wir uns hier mal den Projektor und das Nachtlicht in einem direkt mal an. So, ich habe jetzt alles mal verkabelt und werde jetzt mal direkt auf Start drücken und da seht ihr jetzt schon, was das kleine Gerät so kann. Selbstverständlich, wie gesagt, strahlen wir uns jetzt erstmal direkt an, aber wir gucken erstmal und drehen den mal nach ganz oben hoch. Das heißt, das Köpfchen mal so weit wie möglich nach oben hoch machen von dem Astronauten. Dann sieht man das Ganze jetzt hier schon. Und wir haben jetzt hier eine wunderbare Mondbeleuchtung, sodass das Ganze auch wunderbar funktioniert. Wir können jetzt hier einmal den Sternenhimmelprojektor ausschalten, sodass auch wirklich nur das Lasergerät funktioniert. Wir können aber auch gleichzeitig hier wieder anschalten und können den Laser deaktivieren. Das heißt, hier oben seht ihr es. Das heißt, da oben sitzt der Laser drin. Das Grüne, was da so leuchtet, das gucken wir uns gleich nochmal direkt mit an. Auf jeden Fall hat er schon mal eine schöne ambiente Beleuchtung, wie man das Ganze jetzt hier so sehen kann. Und es funktioniert soweit auch wirklich sehr gut. Dabei leuchtet der Mond hier wunderbar durchgehend. Und wir können natürlich auch separat die ganzen Farben einstellen, wie zum Beispiel Rot, Grün, Blau, Gelb. Und das Ganze gucken wir uns jetzt direkt mal an. So, da unten steht der kleine Astronautenmann und wir gucken jetzt mal direkt, was er so schönes projizieren kann. Das sieht man hier wunderbar direkt an der Dachschräge einmal wunderbar mit. Wir gehen mal direkt in den Lasermodus rein und gucken mal drauf. Da sieht man den Lasermodus, der immer schön, ja, ich sag mal, den Sternenhimmel projizieren kann. Dann können wir zusätzlich noch die ganze ambiente Beleuchtung mit einschalten. Das Ganze lässt sich dann in verschiedenen Farben interagieren. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal Grün, wir haben Rot, wir haben Blau. Und wir können das Ganze gemischt dann durchlaufen lassen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut und es ist wirklich eine schöne Projektion. Um nochmal direkt von hinten drauf zu schauen, da ist der kleine Astronaut mit seinem kleinen Mond und Nachtlicht. Und wenn ich das Ganze deaktiviere, sodass ich Laser ausschalte und das Licht ausschalte, habe ich immer noch eine ambiente Beleuchtung bzw. ein kleines Nachtlicht, welches jetzt hier perfekt geäußert wird. So, wir machen das Ganze wieder an. So, einmal drauf gedrückt. Dann sieht das Ganze hier wunderbar aus. Und zwar haben wir hier so eine kosmische Atmosphäre.
Und dann können wir das Ganze auch noch etwas langsamer generieren. Das heißt, wir können auf Minus drücken, dann dreht sich der Motor nicht. Ich kann einmal drauf drücken. Dann müsste das Ganze ja auch wieder langsamer gehen, genau. Vom Speed her. Wird ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Und das ist die maximale Geschwindigkeit. Und wenn ich dann wieder drücke, habe ich den ausgestellt. Das heißt, 4 Geschwindigkeitsstufen ausgeschaltet. Stufe 1, langsames Drehen. Stufe 2, schnelleres Drehen. 3, 4, 5. Das ist dann sozusagen dabei. Also schon ziemlich genial, finde ich jetzt, wenn man das Ganze so sieht. Wir können jetzt natürlich auch noch bei dem Nachtlicht einmal durchswipen. Das heißt, dazu gucken wir mal ganz kurz runter und haben unten auf der Fernbedienung die Möglichkeit, hier das Nachtlichtsymbol zu sehen. Und dann können wir da drauf drücken und können einfach den Nachtlichtmodus ändern. Also wer dann auf verschiedene Farben steht, wie hier jetzt an der Stelle, dann können wir durchdrücken von Pink zu Cyan bzw. Türkis. Zu ganz normal weiß wie das Mondgestein. Den können wir hier übrigens aber nicht dimmen. Das ist immer so eine Farbe. Oder wir machen einfach den Farbwechselmodus an, wie das Ganze hier so wirkt, dass wir so ein bisschen den Atmungsmodus haben, so ein bisschen Breathing, wie sich das Ganze so nennt. Und dann geht er im Farbwechselmodus die einzelnen Farben durch. Während ihr hier oben natürlich noch seht, dass da natürlich noch einiges anderes passiert. So, dann können wir nochmal durchswipen. Und dann müssten wir nicht dieses Geblinke haben, sondern so einen Farbwechselverlauf eventuell, der durchgehend ist. Oder in dem Moment nicht tatsächlich. Jetzt kommen wieder die festen Farben. Alles klar, so ist es dann. Also, da könnt ihr dann eure Lieblingsfarbe dabei aussuchen, denn das macht auf jeden Fall wirklich ein bisschen was aus. Einige Farben sind definitiv dabei, wo man sagen kann, ja, das sieht wirklich ganz cool aus. Wobei hier natürlich die Helligkeit entscheidend ist. Das heißt, wir machen mal hier oben aus, machen mal so aus. Und ihr seht schon, das Nachtlicht ist schon ziemlich hell. Das heißt, wenn ich das am Zimmerrand irgendwo stehen habe, leuchtet das im Dunkeln das Zimmer schon gut aus, wie ihr jetzt hier so überall so ein bisschen sehen könnt. Und wenn ihr dann dazu nur noch einfach die Sternhimmelprojektion aktiviert, dann sieht das Ganze so aus. Allerdings ist es hier so, dass der Laser keinen Motor besitzt. Das heißt, dieser Laser, der swiped immer so ein bisschen hoch und runter, wie man das jetzt gerade so sieht. Und das dauert dementsprechend dann auch noch einen Moment länger. Genau, jetzt wird es wieder weniger und dann kommen die Sterne wieder her. Da gibt es andere Projektoren, die haben auch noch einen Motor direkt drinnen verbaut und lassen das Ganze dann auch durchbewegen, sodass die Sterne dann sozusagen mit kreisen. Ansonsten denkst du, du bist hier wahrscheinlich so ein bisschen auf einem Trip mit dabei. Aber klappt auf jeden Fall gut. Und dann kann ich jetzt hier direkt das Ganze wieder einschalten und dann swipen wir auch hier wieder bei den verschiedenen Farben durch. Auch hier ist es wirklich schön, dass ich einfach fest einstellen kann, ob ich nur eine Farbe möchte, wie ich das ja am Anfang schon gesagt habe, oder ob wir das Ganze durchwachsen mischen wollen. Finde ich wirklich ziemlich schick. Jetzt gehen wir hier ein bisschen raus und swipen wieder in den farbvollen Modus. Und dann gibt es noch den Flash-Modus. Und der Flash-Modus ist dann so, der reagiert also anscheinend dann nicht auf die Stimme. Ich dachte, da ist wirklich noch irgendwas Mikrofonähnliches drin, aber nein. So, und wenn wir hier bei Flash gucken, haben wir hier verschiedene Interaktionen und vorgespeicherte, na wie soll ich sagen, Themen. Das funktioniert gut, grün und blau zum Beispiel oder grün, rot, blau. Auch sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht echt schick aus. Ein wirklich schönes Projektorbild. Und die sind vorgefertigt. Also das ist sozusagen so, dass ich jetzt den Laser immer noch rausnehmen kann. Wenn ich das am meisten so mag, dann ist es natürlich sehr praktisch. Und von der Helligkeit, seht ihr auch hier, haben wir die Stufen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, also 4 Helligkeitsstufen sind dabei. So ist es schon hell. Aber es ist schon doch ein Unterschied. Doch, man sieht es schon deutlich. Also wirklich, wenn ich jetzt mal hier nur auf den Fußboden nochmal so schwenke. So, pass mal auf. Wir machen nochmal weiter. 2, 3, 4, nee. 1, 2, 3. Es gibt nur 3 Helligkeitsstufen. Wie komme ich auf 4? Aber es ist schon wirklich gigantisch hell. Also das sieht man jetzt hier schon ganz gut. Und können auch dann hier nochmal so durchswipen lassen. Dann sieht man das ganz in Ordnung, wie heftig die Farbgebung jetzt hier so ist. Und auch dann wieder den Laser einfach wieder dazu schalten. Und auch damit hat der Astronaut auf jeden Fall seine Aufgabe dann schon erfüllt. Also ich bin auf jeden Fall begeistert, muss ich sagen, weil das Ganze schon immer ziemlich genial aussieht. Wenn ich jetzt mal so schaue, das Nachtlicht übrigens lässt sich ausschalten, habe ich gerade nebenbei nochmal rausgefunden, indem ich einfach lange da auf die Fernbedienung drücke. Wenn ich so gedrückt halte oder kurz so drücke und mich nervt das nach einer Weile, dann mache ich einfach so, zack,
gedrückt halten auf der Fernbedienung im Nachtlichtmodus und der geht dann einfach aus. Könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder einstellen, sodass die Wunschfarbe von euch direkt wieder durchgehend angezeigt wird. Ja, ansonsten können wir das Ganze so machen, dass wir jetzt hier einen Timer-Modus drin haben. Der geht dann automatisch nach 8 Stunden aus. Oder wir können das Ganze selbstverständlich so einstellen, dass der nach einer Stunde ausgeht oder nach 2 Stunden. Dann blinkt das immer unterschiedlich. Ja, und ansonsten sind wir schon bei allen Funktionen durch. Damit habt ihr das Ganze, wie gesagt, gesehen. Einmal per Powerbank funktioniert das. Das ist natürlich noch praktischer, wenn man keine Steckdose in der Nähe hat. Oder selbstverständlich am Stromanschluss. Und ansonsten kannst du das Ganze auch von der Zimmertür jederzeit deaktivieren und kannst es auch wieder aktivieren. Also das ist wirklich cool, so dass du alle drei Lichter separat steuern kannst. Das heißt, ob das das Nachtlicht ist, das kann ich ein- oder ausschalten. Ob das jetzt hier dieses Sphärenlicht ist, das kannst du auch ein- und ausschalten, welches sich natürlich dreht mit schönen verschiedenen Farbmustern. Das ist auch sehr praktisch. Also wirklich genial gelöst, muss man einfach mal so sagen. So ein bisschen schön verschwommen. Oder selbstverständlich, wenn wir den Laser dann nochmal mit dazu holen wollen, dann drücken wir drauf, holen uns den Laser rein oder machen das Ganze so aus, je nachdem, wie man da am besten drauf steht. Cool wäre es, wenn der sich noch drehen würde, aber man kann natürlich nicht alles haben. Und dementsprechend bin ich dann an der Stelle erstmal raus und entlasse euch bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. Das war der kleine Astronaut, der wirklich eine coole Figur macht, muss ich sagen. Und natürlich auch schönes Gadget ist, wenn man so auf Galaxie-Astronauten oder überhaupt so ISS-Stuff, NASA-Stuff steht. Dann sieht das Ganze nicht nur cool aus als Dekoration, sondern es bringt auch wirklich was. In dem Moment halt als Sternlichtprojektor mit integriertem Nachtlicht, welches sich hier separat anstellen lässt, beziehungsweise natürlich auch von der Farbumgebung her ändern lässt. Dann bin ich erstmal raus, bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.